Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Keitel. Mein Führer. Jodl. Mein Führer. Krebs. Mein Führer. Und Burgdorf. Mein Führer, ich... Monke. Mein Führer. Ralf Steiners. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Ihr Fegelein! Statt hier Wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring! So sehr ich heute den ersten Drehtag habe. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Jodl. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein Pavillier, Faulpelz. Was hat er daraus gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Verrat an meiner Person. An meiner Person! Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenks sei unwahrscheinlich? Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Der Führer kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Nein, 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 nein! Do it! Nein, 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 nein! Just! Nein, 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 nein! Do it! Nein, nein, yes, you can! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! 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 Nein, 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 nein